Heute Maßregelvollzug in Brandenburg. Das ist ein ganz normaler, heterosexueller Pädophiler mit Tendenz zu nekrophiler Sodomie. Kennt ihr ja. Und der wohnt natürlich nicht in so einer Plattenbau-Wohnungseinheit, sondern in einer Maßregelvollzugsanstalt. Und wo? Genau in Brandenburg. Guck mal, da ist ja alles schön gepolstert mit Gummi. Da wohnst du wie im Flummi. Toll, sogar mit passenden Gitterstäben. Aber zum Spielen rausgehen ist verboten. Hast nämlich Stubenarrest. Oh, ist aber nicht schlimm, machst du einen Trick. Malst deinem Therapeuten einfach ein schönes Bild. Halt, nicht so ein Bild. Schnell weg damit. Genau so eins. Da freut er sich. Und damit kriegst du auch ein neues Gutachten. Mal schauen, zwar 5-mal ausgebüxt, aber jedes Mal wiedergekommen. Na also, hat sich doch schon voll toll gebessert. Und weil du so artig warst, kriegst du sofort Freigang und darfst deine kranke Mutti besuchen. Natürlich nur mit extra strenger Bewachung. Und wer passt ganz besonders auf? Natürlich der Onkel Sozialminister, Spitzname Adlerauge. Aber Achtung, beim Mutti-Besuch Geschenk nicht vergessen. Einen schönen Spezialstrauß und für Pfleger Egon und Emil gibt's was Leckeres zum Schmückeln. Aber halt! Nicht drinnen rauchen. Mutti ist doch krank. Huch, guck mal, der Pfleger Hans. Da sieht man's wieder. Nichtraucher leben auch nicht länger. So, und nach dem Besuch bei Mutti gibt's dann noch einen spontanen Maßregelvollzugsausflug. Mit Katz-und-Maus-Spiel, heißt in Brandenburg, fang den Schmückel, kennt ihr ja. Hey, guck mal, der Onkel Sozialminister ist ja auch schon aufgewacht. Und er nimmt natürlich alles auf seine Kappe. Und die gibt er dann dem Onkel Staatssekretär und der darf sie mit nach Hause nehmen. Toll. Tja, und wenn's dir im Wald zu langweilig wird, lässt du dich ganz einfach zurückbringen in den Maßregelvollzug. Bekommst ein warmes Essen, wirst schön geduscht und dann ab ins warme Haierbettchen. Und da freust du dich dann schon auf deinen nächsten Ausflug. Toll. Und nächste Woche endlich fertiggestellt. Der neue Hochsicherheitstrakt in Brandenburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.